Martin, ganz kurz, ich zeig mal etwas zu diesem Thema, was du bearbeitest, ja? Damit du dich da auch noch etwas konzentrieren kannst. Wir sprechen nochmal über den plötzlichen Herztod, über die Möglichkeit, an bösartigen Rhythmusstörungen plötzlich unerwartet zu versterben, nachts, tags, bei jeder Gelegenheit. Dafür gibt es seit vielen Jahrzehnten sogenannte Defibrillatoren. Das sind Geräte, die bösartige Rhythmusstörung erkennen und dann gegebenenfalls durch einen Stromstoß oder durch andere elektrische Impulse wieder beseitigen können. Bislang wurden diese Geräte immer über eine Herzvene, also mit einer Sonde, wie der Schrittmacher, den Herr Seifert vorhin gezeigt hat, implantiert. Daran hängt dann letztlich ein Gerät, das das Ganze logistisch untersucht, immer wieder überprüft, was liegt vor und dann gegebenenfalls einen Stromstoß abgeben kann. Das, was Herr Seifert vorhin schon angedeutet hat, dass natürlich Sonden in den Venen, je mehr es werden, desto mehr Probleme auch bereiten können. Und diese Sonden können sich zum Beispiel, die können zerbrechen, die Isolation kann kaputt gehen, die Tasche kann sich infizieren, sodass wir inzwischen gezwungen sind, viele solcher Systeme wieder zu explantieren. Wir haben im letzten Jahr über 100 Explantationen auch mit Laser machen müssen, auch hier in enger Kooperation. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil die schalten jetzt, glaube ich, rüber. Genau. Sodass man heutzutage versucht hat, für ausgewählte Patienten, auch hier ausgewählte Patienten, ein System anzubieten, wo wir nicht mehr in die Vene hinein müssen und wo wir letztlich über eine Elektrode, die ich Ihnen hier jetzt mal zeigen kann, mit einem System, was alles nur unter der Haut liegt, den Patienten davor retten können. Das sieht erstmal relativ groß aus. Sie sehen diesen Unterschied zu dem kleinen Mikra, den Sie vorher gesehen haben. Also das eine ist ein sogenannter subkutaner Defibrillator und das andere war, haben Sie vorher gesehen, der Schrittmacher. Und dieses Kabel, was Sie hier sehen, kommt nicht in ein Gefäß, sondern wird nur unter der Haut parallel zum Brustbein verlegt. Das ganze System wird auf der linken Seite sozusagen platziert. Und Martin, du kannst mal kurz zeigen, was für eine Tasche du da präpariert hast. Ja, nochmal guten Tag aus dem Herzkatheter 3. Das Team ist im Wesentlichen gleich. Jetzt steht Schwester Katrin direkt links neben mir. Pfleger Mike ist draußen. Wir haben zusätzlich Verstärkungen bekommen von unseren Anästhesisten. Herr Dr. Engelhardt von der Anästhesie hat die Narkose geführt, zusammen mit Anästhesiepfleger Robert, den ich momentan nur da draußen sehe, aber okay, er ist jedenfalls da. Ich weiß nicht, ob ich noch die Zeit habe, kurz was zum Patienten zu sagen oder soll ich direkt das OP-Feld erklären? Du, sag drei Worte zum Patienten. Wir sind hängen leider ein bisschen, ich nicht abwürgen. Wir müssen auch noch mal kurz. Also es ist ein Patient, der eine dilatative Kardiomyopathie hat, also eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, die aus nicht durchblutungstechnischen Gründen entstanden ist. Das heißt, eine KHK wurde ausgeschlossen. Er hat diese Erkrankung schon seit längeren Monaten, hat eine Live-Vest getragen und braucht jetzt eine ICD-Versorgung als primär prophylaktischen Schutz vor dem plötzlichen Herztod. Deswegen machen wir heute aus den genannten Vorteilen, wir können ja noch mal die Folien vorspulen, dass wir ein Röntgenbild mal sehen, wie das Ganze aussieht. Mal eine Folie vorwärts. Next slide, please. Sie sehen auf dem Röntgenbild nicht den Patienten, aber einen anderen Patienten. Sie sehen eben einen Unterschied zu allem anderen, was Sie heute gesehen haben, dass es keine direkte Verbindung zum Herzen gibt. Das heißt, die Elektrode wird unter der Haut um den Brustkorb herumgeführt. Und das zeige ich Ihnen jetzt vielleicht mal direkt live. Jetzt schalten wir auf das OP-Feld. Wir haben hier also einen kleinen Schlitt, wo sozusagen der ICD dann in seine Tasche versenkt wird, dass er an der Seite schon in Richtung Rücken letztendlich über dem Brustkorb unter der Haut zu liegen kommt. Dann haben wir eine einzige Elektrode, die ich von der Tasche aus zu einem kleinen, etwa 1,5 cm langen Schnitt getunnelt habe. Und diese macht dann einen 90-Grad-Knick nach oben. Martin, ein bisschen mehr OP-Feld zeigen. Die Kamera zeigt nur deinen Schnitt. Kann man das? Ja, OP-Feld, eine Pinzette. Bisschen aufblenden. Ja. Können Sie, kann man es sehen jetzt? Ja, jetzt ist besser. Okay, also jetzt sieht man hier die ICD-Tasche mit der Elektrode, die ich jetzt bereits getunnelt habe. Diese verläuft unter der Haut zu einem kleinen 1,5 cm langen Schnitt hier und am Ende des unteren Brustbeines, macht dann einen 90-Grad-Knick nach oben und verläuft unter der Haut
bis hier oben. Sie sehen hier oben, dass ich hier keinen Schnitt gesetzt habe. Das heißt, ich habe die Elektrode getunnelt. Die Elektrode liegt letztendlich jetzt schon unter der Haut, wie sie dann zum Liegen kommt. Ich werde sie hier noch ordentlich mit Fäden fixieren. Hier kommt dann das ICD-Aggregat hinein, was Sie eben gerade gezeigt haben. Und dann ist der Patient vollständig versorgt. Wir werden, wenn ich das Gerät fixiert habe, dann eine ICD-Testung zum Schluss durchführen, um sicherzustellen, dass der ICD in der Lage ist, Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern schnell zu erkennen und mit einem Schock zu terminieren. Hast du das Gerät schon ausgepackt, Martin? Ja, das Gerät haben wir, glaube ich, noch nicht ausgepackt. Aber das können wir uns sofort anreichen lassen. Und wenn man vielleicht noch mal auf das Röntgenbild schaltet, da sieht man, da haben wir uns, bevor wir angefangen haben, das Gerät angelegt. Wir haben das genau ausgemessen und unter Röntgendurchleuchtung auch optimiert, sodass das sodass die Elektrode als auch das Aggregat zu einer optimalen Lage kommt und man eben sieht, dass das Herz in dem elektrischen Feld zwischen Elektrode und ICD zu liegen kommt. Hier jetzt nochmal der ICD selbst. Ich halte ihn hier mal über die Tasche, die ich geformt habe. Wir sehen jetzt also hier den subkutanen ICD, der dann hier an die Elektrode fixiert wird und dann hier unterhalb des sogenannten Latissimus dorsi zum Liegen kommt. Okay, Martin, ja. Vielen Dank. Also soweit die Erklärung. Super, danke. Du machst einfach mal weiter. Wir würden noch mal den Herzkatheter 4 wechseln zur Klappe. Danke dir erstmal. Okay.